Okay. Die Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Pistolenmäßig sind wir voll. GV, ich spüre einige Stacheln über uns. An deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Moment mal, ich bin an deiner Stelle. Vorsicht, Sam, Vorsicht! Okay, ich weiß jetzt nicht, wie wir es geschafft haben, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Okay, bis Glück, kein Auto zu. Ja. Gibt es hier noch irgendwas zum Abstauben? Ich möchte eine Sirius-Bombe haben. Unsere nehme ich verbraucht. Jetzt, als ob wir da irgendwo rauf können, ne? Sehr verdächtiger Gang. Okay, jetzt kommt wieder so ein Stück. Alter, wie mal wissen, wie das mit Flammenwerfer gegangen wäre, die ganze Viech abzuwehren. Das gegangen wäre, das hätten wir ausprobieren müssen. Vielleicht probiert das einmal aus, wenn ich demnächst einmal Lust habe. Okay, da jede Ecke war, sind die Feigensäcke. So, da unten ist ein Herz. Komm bloß dran, dass ich damals schon nicht gewusst habe, wie man das Herz rankommt. So, jetzt ist bloß die Frage. Okay. So, anscheinend. Ich tippe mal drauf, dass wir da drauf springen müssen. Weil dann was dann passiert. Keine Ahnung. Those Babylonians were totally crazy. Ja, die spinnen wirklich. Anscheinend geht es jetzt erst einmal abwärts. Dem ist unsere Bewegung ist recht eingeschränkt hier inne. Der einzige Vorteil ist, die grünen Kugeln können uns aber auch nicht so gut erreichen. Wenn wir mit denen immer ausgewichen sind. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Ich muss aufpassen, weil. Aber, really? Aufbauen, dass wir nicht hinten uns auf einmal jemanden haben, der uns für den abknallt. Aber jetzt sind wir eigentlich ganz gut vorbeigekommen. So, jetzt geht's wieder nach oben. So, jetzt haben wir bloß ein Problem, wir kommen nicht mehr hoch. Okay, das war jetzt blöd gelaufen. Das heißt, wir hätten gleich wieder zurückhüpfen müssen. Ich tippe jetzt einfach mal drauf. Okay, das ist jetzt das Ding, aber das hat mich jetzt echt interessiert.
so munitionsmäßig sind wir eigentlich so am Flammenwerfer eigentlich ganz gut noch dabei. So und auf. Those Babylonians were totally crazy. Okay, die hätten wir schon mal. Seriously, man, this isn't funny. Problem ist bloß, dass wenn wir da jetzt rüberspringen, dass das sau schnell wieder hochgeht und wir einfach den Absprung verpassen werden wahrscheinlich. Now I'm seriously serious. Oh yeah, man. Frage finde ich schneller. Lass mal lieber gehen, weil sonst weiß ich bloß wieder nicht, wo ich wie wieder zurückkomme. Übertreib's aber echt maßlos. Ein bisschen eher geschalten hätten wir uns da reinstellen können. Die am Eingang alle platt machen können. Aber mei, kann nicht alles haben, so geht's auch. Oh, oh. Alle mitspielen. Kommt da mal rein. Wer von den Schreihälsen? Das wollte ich wissen, wo der steckt. Genau da. Jawohl. Bam, Headshot. Weißt du, was ich noch mit dem Kopf getroffen habe? Also ein One-Hitter. Alter! Brathähnchen. Hähnchenfleisch ist gut. Der nervt. Das ist so eine Art Eidex, hört sich aber ein wie ein grunzendes Sau. Alter, wie die immer sterben, das hört sich immer saumächtig an. Hier muss uns auf, man weiß ja nicht. Kommen wahrscheinlich eh nie wieder zurück. Weil wir 6 Leben brauchen, uns mal nicht ins Hemd scheißen. Oh. Serious Bombe, die brauchen wir auch unbedingt. So, wir haben jetzt momentan kein Napalm mehr oder fast kein. Flammenwerfer so ist echt schon mal praktisch. Minigun braucht er trotzdem ein bisschen, bis das losgeht.
kenne. Es sieht nach einem mächtigen Gemetzel aus. Wir schon wieder aufgefüllt werden mit Energie und Rüstung. Nein, schon wieder, dass ich von so einem grünen Viech wieder angegriffen wird. Okay, wundert mich jetzt eigentlich. Aber es soll mir auch ganz recht sein, muss ich sagen. Okay, gucken wir mal weiter. Mal interessieren, ob da in der Mitte was drin ist. Kontrollblick nach rechts, nicht vergessen. Okay, jetzt kommen sie von rechts. Eine miese Sache, was die dort abzieht. Okay, dann nutzen wir sie halt an. Naja, bei uns geht's heiß her, Leute. Feiern hier wilde Partys, verdammt. Die Luft ist am Brennen. Alter, jetzt geht das los. Okay, ich wollte aber auch unbedingt meine Maus aufgelösen, dass ich wissen, was in der Mitte rumrennt. Alter, bleib weg von mir! Alter Schwede! So Leute, was bei den Raketenviechern ganz wichtig ist. Oh, Mami, da gehen mir die Augen auf. Was ich noch sagen wollte, was bei den Raketenviechern also ganz wichtig ist. Serious weapons for serious people. Oh yeah. Was bei den Raketenviechern ganz wichtig ist und zum Bedenken ist, was ich immer wenn wissen soll, ist, die schießen immer, wenn man jetzt auf das Viech sieht, immer zuerst mit der rechten Seite, dann kommt die linke. Das heißt, man schaut immer, dass man am rechten oder sagen wir auf die rechte Waffe zielt. Mit einer Rakete, mit einer Schnellschusswaffe. Und dann auf die linke Seite wechseln, wenn wir gesehen haben, dass da was explodiert ist. Fuck, jetzt geht's los. Okay, das musste jetzt sein, damit das einigermaßen flott geht. Ein bisschen Rüstung können wir unbedingt brauchen. So, wir sind jetzt mit der Munition. Ah, Raketen ist immer so Sache, gell? Vor allem, ich schaff's immer, mich selbst zu töten. Okay, Munition. Oh, jetzt wird's mächtig. Look, enough lead for everybody. Woo! Ah, scheiße.